ich Musik verstehen. Aber Philosophie, das ist das erste Mal. Ja? Ja, ja. Es ist auch typisch, dass es eine deutsche, wie soll ich sagen, wir nennen mal Crew, Fernsehen. Team sagen wir in Deutschland auch. Ja. Ja, ja, vielleicht ist es typisch. So. Ja, sind wir so weit im Grunde? Im Prinzip ja. Im Prinzip können wir gleich anfangen. Wie? Im Grunde können wir gleich gut. Ins Wasser springen. Ich habe heute gerade ein neuer Beweis für die, nicht nur für die Weisheit, sondern, für die Wahrheit von Brunners Philosophie. Heute, meine Frau hat mir ein Buch gegeben über die Unnatürlichkeit der Wissenschaft. Das heißt, dass die Wissenschaft genau gegen unser praktischer Verstand auf anderen Basis ruht, auf die Wahrheit natürlich, aber unser praktischer Verstand glaubte, dass die Erde flach ist. Praktischer Verstand dachte, dass etwas, das immer weiter rollt, einen ständigen Impuls haben müsste. Das ist alles natürlich nicht die Wahrheit. Und das ist sehr interessant, dass Brunner hat auch gesagt, dass der praktische Verstand hat überhaupt nichts zu tun mit Wahrheit oder Wissenschaft oder mit einem höheren, klaren Denken an sich. Das Wahrheit, der praktische Verstand ist, was wir glauben, ist wahr und was genügt, eigentlich nicht ganz, aber genügt zu am meisten uns im Leben zu erhalten. Und das heißt, dass wir immer am meisten gegen andere gerichtet sind, weil wir Angst haben, dass wir unser Leben verlieren. Das ist die größte Angst, oder dass wir, gequält sein werden. Das ist praktischer Verstand. Und natürlich praktischer Verstand ist auch ein Bindebogen mit das, was mit dem Genetischen geerbt wird, ich denke. Aber was mit dem höheren Denken, die Wissenschaft und auf eine noch höhere Stufe die philosophische Wahrheiten und auf eine noch höhere Stufe die mystische Wahrnehmung des Universums, hat der praktische Verstand an sich nichts zu tun. Aber es ist interessant, dass heute lese ich die paar Zeilen in diesem Buch und es ist ein neuer Beweis. Wir werden wahrscheinlich darauf zurückkommen nochmal. Was ich Sie als erstes fragen möchte, wie kommt es überhaupt, dass Sie an Brunner gekommen sind? Oh. Sagen Sie nochmal. Wie kommt es überhaupt, dass Sie an Brunner gekommen sind, dass Sie anfingen, Brunner zu lesen? Es ist da wieder ein Glückssache, von denen ich sehr viel erfahren habe, weil mein ganzes Leben ist ein Glücksgeschehen ist. Ich habe so viel Gutes erlebt, so viel, und das war eines, dass ich in Den Haag, wir waren in Srebeningen zur Zeit, das war in 1935, kurz vor dem ich zuerst verheiratet wurde, dass ich die Bücher, die Lehre und den Geistigen vom Volk anonym erhalten habe. Und das war bestimmt die Brunner Gesellschaft schon, das war vielleicht Magdalena Kasch oder noch eine andere Dame, ich glaube es war eine Dame. Ich habe meine Weisheit meistens von Damen erfahren. Und Da habe ich gleich angefangen zu lesen und ich war einfach damit befasst. Ich habe das Buch ganz gelesen, habe gerade das erhalten, wofür ich hungrig war. Ich war schon richtig eingestellt. Das ist das, als Kind hatte ich schon gewisse Fragen, die nicht
geantwortet sein konnten, weder von Eltern noch anderen. Und die Fragen waren gerade dieses, nicht nur mystische, sondern in welchem Sinn sind wir mit der Natur vereinigt. Was sind wir? Sind wir einzige Wesen? Sind wir? Und natürlich, mein Instinkt war immer, dass wir unter uns und mit Natur eins bilden. Dass wir, ich konnte keine Trennung annehmen. Ich habe mich auch gefragt, was geschieht mit Benzin, wenn es verbrannt ist? Wo geht es denn? Und ist die Erde unendlich fruchtbar? Und solche Fragen haben mich sehr befasst. Und da bekam ich Antworten in die Lehre, die natürlich mich ganz und gar befriedigt haben. Omnia Anima zum Beispiel, dass alles ist von einem Gewissen belebt und dass dieses Selbstbewusstsein sozusagen, das ist Teil von einem Gang, das ist immer fortwährend sich verändert und verändert, es muss sich verändern, weil insofern anders sich verändert, kann nicht ein Teil unverändert bleiben. Auch wenn es sich so langsam verändert, dass man es ein Leben genügt nicht, natürlich auch 10 Millionen Leben genügen nicht, nur ein, nicht der praktische Verstand, aber der Verstand, der darüber liegt, wie ich gerade gesagt habe. Und dann dass dieses Fühlen, Wissen, Fühlen wollen, Wissen, dieses erst ist das wie mit einem Kind, es ist erst ein Gefühl, ein Instinkt, ein Gefühl, und dann wird es eine Reaktion, man will bestimmte Gefühle wiederholen und andere vermeiden. Und dann endlich ist es ein Bewusstsein, von dem gehören nicht nur der Mutter oder sogar von Zeit zu Zeit dem Vater, aber das Ganze, das Universum, dem Universum. Und dann über die Menschen, Natur, was unglaublich mit Brunner ist, so klar dargestellt, wie es unglaublich hässlich sein kann und sein muss, und doch beseelt sein Werk eine unglaubliche Liebe auch. Diese Paradoxen waren mir auch sehr nah. Als Jude ist man davon fast mit dem geboren, mit diesem Sinn geboren, Liebe und doch Angst und die großen Fragen. Und dass seine liebe Ehemann und Weib, Memschel et Sadom, unser Christus, dass diese Bücher waren, was meine ganze, insofern man es eine Philosophie nennen kann, aber auf alle Fälle, für mich ist es, diese seine Philosophie ist praktischer Verstand geworden. Das heißt, es ist, ich erkenne als etwas viel, viel größer, aber es ist eine Antwort auf, was ich als praktisch, als Kind schon suchte. Das ist nämlich, ich bin sicher, dass durch meine Eltern, mein Vater ist ein Rabbiner sein können, wie sagt man, vererbt? Ja, ja, weil es war, das war eine Sekte, also bestimmte Chassidin, die dessen Elternkind immer weiter Rabbiner wurde, Schäfle. Aber Gott sei Dank, er hat sich dagegen gewehrt und konnte es nicht leiden. Das heißt, das Beschränkende, aber das Erweiternde, das Philosophische liebt er, aber das Beschränkende, wie es mit Sekten, mit fanatischen Sekten jetzt mehr und mehr bewiesen ist, das konnte er schon als ganz junges Kind nicht leiden.
genau wie mit Israel. Er hatte auch dieselbe Ideen, das heißt mein Vater. Solange es ein Heim, ein gesegnetes Heim für jüdische Geschichte oder Weltgeschichte bleiben, auch sogar für jüdische Geschichte, weil er selbst wurde nach Jerusalem als kleines Kind geschickt, weil das war schon die alte, Regel, dass diese, die konnten, müssen in Jerusalem sterben. Aber er ist gegangen, mit seinem Großvater zu bleiben, wenn sein eigener Vater gestorben ist in Gomel, in Russland, Ukraine jetzt. Aber der konnte die Idee vom nationalistischen Zionismus absolut nicht leiden, genau wie Brunner. So dass ich war in dem Sinn vorbereitet schon auf seine Lehre. Meine Mutter, obwohl gar nicht philosophisch, ist immer noch mit 98 Jahren ein Instinktmensch, aber sehr intuitiv und sehr weise in ihrer eigenen Art. Und so, das muss der Grund sein, warum ich mit 19 Jahren alt, als ich in 35 war, für Brunner vorbereitet war. Und diese Bücher, ich habe sie gelesen wie ein normaler Mensch mit praktischem Verstand ein Thriller liest. Nicht wahr? Und erstaunte mich immer wieder auf die Sprache, die herrliche Sprache. Die deutsche Sprache, glaube ich, wurde nie so schön gebraucht. Ich spreche nicht von Goethe und Gedichte, aber Prosa ist, glaube ich, bei Brunner fabelhaft. Und so auch das erste, das ich nach dem Krieg suchte, war eine wieder dem deutschen Volk wieder das zu geben, was es während der Nazizeit aufgeopfert hat von ihrer eigenen Kultur. Ich habe den Juden zurückgebracht und die Werke von Konstantin Brunner durch meinen Freund Henley. Und auch die großen musikalischen Werke, auch Mendelssohn auch. Ja. Sie haben einmal gesagt, Brunners Schriften seien durchaus deutsch. Seien durchaus deutsch. Ja? Was ist durchaus deutsch? Brunners Schriften. Brunners Schriften. Brunners, ja. Ja, Brunners Schriften. Ja, ja. Was haben Sie gemeint mit deutsch? Er selbst war so stolz auf seine eigene deutsche Kultur, auf seine Sprache. Und das ist die Tragödie gerade der Juden in Deutschland, dass die waren viel reinere und wie sagt man, so geistig deutsch als die Deutschen. Als die Deutschen selbst, die Deutschen, während Hitler versuchte, sie von ihrem eigenen Erbe, sagt man, wegzuschieben. Sogar der Göring sagte, wenn ich das Wort Kultur höre, dann möchte ich schießen, nicht wahr? Und das war typisch. Und er glaubte damit, sein Volk dienen zu können. Und wir wissen, dass es genau das Gegenteil war. Dass Deutschland hat viel verloren, aufgeopfert in unnötige Bestialitäten. Und ich hoffe, dass Ihr Film über Brunner wird gerade diesen Weg etwas reparieren können, die werden erkennen, dass die Deutschen, gute Deutschen, gute Juden, gute Tschechen, gute Zigeuner, gute Slawen, alles, was sie dachten, untergeordnet sei. Dass nur so kann der Mensch wachsen, durch Reibung und Kuriosität, Interesse in dem, was ihm fremd ist oder unbewusst oder ungewusst.
ich glaube, sonst ist man, wird man Fanatiker in seinem eigenen Vorurteilen und beschränkt, bitter und unnötig auf der Erde. Nur zu schießen und zum Opfer bereit. Ja. Sie haben ja öfter gesagt, dass Brunner Ihnen das Denkgerüst gegeben hat, ein Fundament, ja, für Ihre, nicht nur für die, die wissenschaftliche, naturwissenschaftliche, für den Bereich, sondern auch für die Ethik, für die Praxis. Genau. Ich finde, dass wenn man ein wenig davon versteht, wovon Brunner so viel wusste, ist das Leben viel klarer und sogar für den menschlichen praktischen Verstand sehr nutzbar. Es ist natürlich, man nutzt Brunner für einen tieferen Zweck. Das ist nicht ein, das ist eine Art vielleicht Exploitation, wenn man etwas ganz Hohes für niedrigen, gewöhnlichen, tagtäglichen Zwecken benutzt. Aber es ist nicht so. Es ist, das ist, ist Teil von mir und ich bringe es auf alle, wie sagt man, alle kleinsten Umständen. Es bringt Licht und Deutlichkeit und Sicherheit für das kleinste Geschehnis im Leben. Man denkt, ja, ja, das ist wahr, das ist nicht wahr. Das sagt er, weil er möchte sicher sein, aber ist nicht. Das sagt er, weil er es selbst nicht bewusst, dass er hat diese Vorurteile und darum muss er dieses sagen. Und solche Bemerkungen über menschliches Benehmen, das ist, es erklärt sehr viel und erleichtert auch sehr viel. Ja, Sie haben geschrieben, Sie wären auf der Suche gewesen nach einer einheitlichen Feldtheorie. Ja. Und da käme, wäre Brunner gekommen mit seiner, ja, Lehre. Ja, absolut. Ich suchte, wie alle suchen, die etwas denken, was ist die Zusammengehörigkeit? Worin besteht die Zusammengehörigkeit solcher verschiedenen Arten des Lebens oder des Bewusstseins? Und das ist gerade die Frage, die ich mir vorstellte. Das macht einen dummen Lärm. Und ich suchte, Einstein suchte auch ein, wie Sie sagten, ein Feldtheorie. Und es muss eine Einheit. Ich glaube sehr, natürlich in die Einheit der Natur. Ich glaube, insofern, dass das Monotheistische hat doch, wie soll ich sagen, gewonnen, möchte ich nicht gebrauchen, aber doch eine Monopolie des Glaubens, über fast eine Monopolie über dem polytheistischen, wie sagt man, hat der finde ich nicht, ist es ein gutes Zeichen. Aber ich glaube immer noch in die Viele, das heißt viele Variationen, Varietäten gegenüber dem einen. Es ist eine Energie, sagen wir. Und diese Energie wird durch millionenweise durch die ganze Atome, Zellen des Lebens, Tierwelt, Pflanzenwelt geht durch. Ich glaube nicht, dass es für jeden Phänomen ein Gott gibt, das heißt ein Gott des Wassers und ein Gott des... Aber dass das Göttliche doch in jedem Baum besteht, wie die Animisten denken, darin glaube ich. Und ich finde, dass in diesem Sinn hat jede Religion ein Atome Wahrheit. Und dass diese Wahrheit durchdringt den ganzen Stoff.
Aber der Mensch möchte die Wahrheit auch für sich, wie als ob es eine territoriale Nötigkeit ist, das zu besitzen. Und wenn er einen Teil der Wahrheit besitzt, glaubt er, die ganze Wahrheit zu besitzen. Und dass die anderen ganz falsch sind. Und das ist schrecklich heute. Ich sehe auch dieselbe Entwicklung zwischen dem Monotheistischen und Polytheistischen in die Welt der Macht, des Staates, der souveränen Staaten. Da ist auch ein polytheistisches Element, dass jede Fahne ist sacred, ist wie sagt man, ist holy, ist heilig. Ist heilig. Und jeder, aber jetzt die Jugend hat das ganz und gar verlassen. Es ist keine Jugend heute, die sich für eine Fahne mehr kämpfen würde. Und die haben recht. Aber ich glaube, es ist noch viel Idealismus heute. Man sieht es, wie die Leute versuchen mit allem zu kommen für die armen Leidenden in früheren Jugoslawien. Man sieht es in vielen Teilen. Und ich glaube, dass die Jugend würde für ein nicht mehr nationalistisches Ideal, aber eine gemeinsame mit anderen Völkern, ein Traumwelt, was noch jetzt scheint, die würden sich bestimmt geben dafür. Und sehen Sie da Ansätze bei Brunner, dass er diese Gegensätze zusammenbringt? Ja, das ist wahr. Er bringt, es ist, die Gegensätze werden nicht mehr Gegensätze, die werden komplementar. Der praktische Verstand sieht die Gegensätze als Feinde. Der eine muss als Feind des anderen sein, die müssen sich zanken. Wenn etwas anderes ist, muss einer oder der andere gewinnen und den anderen vernichten. Aber wenn man es höher sieht, sieht man es als zwei komplementare Kräfte, die sich beide nötig haben, um ein Gleichgewicht zu erhalten. Und das ist Yin und Yang, wie die Chinesen kannten schon. Und das hat Brunner gesehen. Ich glaube auch, irgendwo habe ich gelesen, dass Brunner von dem orientalen, der buddhistischen vielleicht Philosophie doch vieles wusste. Ich habe den Eindruck, weil irgendwie sind da in seinem Denken diese Elemente. Es ist, weil mein, das andere Buch, das Buch, mit dem ich immer reise, sind die Gedanken von Lao Tse, die ich sehr liebe. Und zwischen Brunner als Hintergrund, Lao Tse als Konstanten, weil es ein kleines, gutes, süßes Buch ist, und immer findet man mehr und mehr Wahrheit da. Und wie heißt der Jesuiten? Spanischer. Der auch ein fabelhaftes Buch, das ist echter praktischer Verstand, über menschliches Benehmen. Absolut. Und er war auch in seinem Leben verfolgt. Die Kirche hat ihn verfolgt und endlich musste seine hohe Stelle abgeben, weil er absolut die Wahrheit sagte über menschliche Relationen. Ich habe den Namen vergessen. Das sind meine, wie soll ich sagen, meine Companion de route. Wegbegleiter. Wegbegleiter, ja. Ja, ich wollte gerade kommen auf den Osten. Ja? Sie haben das ja öfter gesagt, dass es auch Parallelen zum Hinduismus gibt und zum Buddhismus bei Brunner. Wo sehen Sie diese genauer? Ist es die? Erstens, es ist in die Kontinuität des Wahrnehmens und
Glaubens, dass es ohne Recht eigentlich? Ohne was? Guilt ist Recht, ne? Nein, guilt ist, wenn man selbst... Gültigkeit ist was anderes. Guilt ist nicht gültig. Schuldigkeit, ja. Es ist darüber hinaus, und das ist keine Hierarchie im Buddhismus. Normalen Buddhismus gibt, in Japan gibt es schon, aber und dass das im Hinduismus, dass der Gott des der Schöpfer der Schöpfung ist auch der Gott des Vernichtens. Das heißt, die Schöpfung, was wir als Schöpfung sehen, ist nur ein Teil des Ganzes. Und wenn etwas geschöpft ist, muss etwas anderes vernichtet werden. So da auch ist ein Eines, dass die zwei Elementen von Schöpfung und Vernichtung vereinen als Komplementar. Ich glaube, das ist auch ein Element im Buddhismus, dass mich die Hindu auch haben ein interessantes so Tradition, dass es ist ein Sekt, wo der Heiligste sein eigener sein eigenes Volk, der ihm folgen wird, seinen eigenen schon wählt. Nicht weil aus genetisch, nicht weil er sein Sohn ist, aber weil er ein junger Mann, der viel verspricht. Und die können das erkennen. Die wählen ihn mit 8 Jahren, 9 Jahren, 10 Jahren. Und der wird, der muss alles andere im Lebendigen, im praktischen Leben aufgeben und sich nur diesem höheren Geist dienen. Das ist auch sehr interessant. Bruno dagegen ist vielmehr der buddhistische Denker, der ist verheiratet, kennt das Leben, auch Familienleben, und doch endlich entfernt er sich in seinem eigenen Sphären des Denkens. Ja, Brunner hat ja von dem Geistigen gesprochen, ja? Ja, also auch nicht nur als ein Bereich des Denkens, sondern richtig von den geistigen Menschen, die er dem Volk gegenüberstellt, also manchmal doch eine scharfe Teilung. Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, der Verstand, es ist nicht, dass es andere Menschen sind. Es sind gleiche Menschen und die können auch kommen, wo sie kommen werden. Das ist nicht vorgesagt, genau wie im Buddhismus. Es ist nicht, dass die kommen aus weisere, reichere Schichten. Das ist alles ist gleich. Im Buddhismus kommen die auch, man erkennt den, der bereit ist, diese Pfade zu gehen, diesen Licht zu tragen. Und ich glaube, in dem Sinn ist es, Geistigen und Volk könnte missinterpretiert werden, nicht wahr? Das ist, solche sind die besser sind als anderen. Aber wir sind alle in Gefahr, dass wir Volk sind und nicht geistig. Das kann mit jedem geschehen, fast jedem, stimmt mit mir. Aber es ist auch andere, es ist eine andere Art Denkens. Und das ist, was er meinte. In Akashas Buch, wo er meine
verschiedene Platten gehört hat von mir und etwas darüber gesagt hat, dass er. Aber ich bin glücklich, dass ich Magdalena Kasch kannte, sehr gut, und dass ich jetzt den lieben Professor Goetz kenne, weil, obwohl ich diese Bücher gelesen habe, ist es schon lange her, und ich wollte von ihm gesichert sein, dass ich nicht eine falsche Auffassung, Interpretierung habe. Was war Magdalena Kasch für eine Frau? Ach, so eine liebe Frau. Sehr, sehr beseelt, sehr offen, sehr so warm und eine Art Hingabe, wie nur eine Frau für haben kann, für Brunner. Sie war mir sehr nahe. Ich sah sie, besuchte sie immer in Den Haag und kannte das kleine Haus, wo sie wohnte. Habe sogar mit ihr mal da gegessen und sie kam zu Konzerten. Aber sie war eine so, so liebe Frau. Ich kann klein, aber sehr organisiert und wusste auch genau, wie diese Gesellschaft, dieses Institut zu leiten. Herr Goetz kannte sie auch bestimmt. Sie müssen über Magdalena etwas sagen. Oder werden Sie es sagen, wenn Sie... Das teilen wir gerne Ihnen nochmal extra. Ja, ja. Ja, für Fragen. Brunner hat in seiner... Brunner hat gleichgesetzt den schöpferischen Menschen und den nachschöpferischen, den reproduktiven. Ja. Und damit hat er in einem Brief an eine Freundin auch auf sie angespielt. Sagte, der Geiger ist schöpferisch reproduktiv tätig. Und das ist genau gleich wie das Genie selber, das Werk schafft. Können Sie das nachvollziehen? Ja, es ist wahr. Es sind Stufen des Schöpferischen. Ich bin auf die tiefste Stufe, in dem ich habe schon das Werk da, aber man muss es doch zum Leben bringen, dass die Noten in die Partitur, die müssen doch diesen Tod, bis man sie richtig liest, versteht und dann endlich zum Klange bringt. Klang und Rhythmus und Qualität des Klanges und Millionen subtilen Elementen, die das Leben bilden. Aber es ist lange nicht schöpferisch im Sinn von den Komponisten. Das ist eine andere Stufe, viel, viel, viel höher. Es ist ein nachschöpferisch, wie Sie sagten. Aber auch, es sind Elementen von Interpretation, auch in dem Schöpferischen, im Höchsten, weil es ist auch nicht, auch das Schöpferische kommt nicht aus dem Nichts. Es ist nicht, man ist schöpferisch nur mit dem, was man in sich schon hat oder schon kennt. Oder wenn man ein Naturphänomen sieht, wie es eigentlich geschieht und nicht, wie es mit dem Vorurteil, unbewusstes Vorurteil des praktischen Verstandes. Es ist ein Vorurteil, es ist was, wie es mich am besten dient, interpretiert man das, was um sich geschieht. Nicht wie es ist, aber wie es am besten dient. Darum ist es praktisch. Und wir können nur davon denken, was existiert. Wir hätten keinen Flugzeuge, wenn wir keinen Vögel hätten. Wir hätten keine Rohre in einer Stadt, nicht wahr? Wenn wir nicht
selbst eine Kollektion von Rohren wäre, nicht wahr? Wir hätten kein Telefon, wenn wir selbst nicht eine Nervenstruktur hätten und so weiter. Es ist überhaupt nichts, das in der Technologie geschieht oder im Gedanken geschieht, das nicht auf Selbsterfahrung ruht. Und genau mit Komponisten, die können natürlich Gefühle in, und Gedanken in Musik transformieren, nicht wahr? So, dass diese Transformierung ist eine größere Kontrast als alle anderen Kontrasten. Der Maler auch interpretiert die Natur. Im Impressionismus ist es schon nicht mehr genau eine Nachahmung. Er interpretiert und im Primitiven interpretiert er auch, nicht wahr? Weil es nicht real ist. Genau so, und die Musik hat auch natürliche Regeln, aber mehr mathematische Regeln als, und auch als melodische. Die Vögel kommen am nächsten zum Melodischen. Und die Lärme, wie Wasser und andere Lärme, die wir hören, und auch unser Herz und so, Rhythmus, das hat er. Er hat die Elemente, der Komponist. Aber seine Schöpfung ist größer, sagen wir, als andere Künstler, weil er produziert etwas, das mit dem originalen Impuls und Lebenserfahrung relativ weit entfernt ist. Und dieses ist, aber es ist auch eine Interpretation der Menschheit und des menschlichen Empfindens und sein menschliches Gedankengang. Aber der Interpret ist ein sehr bescheidener Schöpfer. Er versucht einfach wieder das dem Zuhörer zu geben, was der Komponist ihm hätte geben wollen. Und dafür muss er sich im Komponisten umsetzen, in seinen Gedankenart, seinen Stil, sein eigenes Leben. Und das ist nicht immer der Fall, weil die moderne Welt natürlich geht weiter und weiter weg von dem alten, von der alten Tradition. So das echte Interpretieren wird heute, muss heute kultiviert werden. Zur Zeit Vivaldis war es nicht nötig. Vivaldi war da. Aber das ist das erste Mal, dass die Welt kennt ein Schatz, das aus vielen verschiedenen Zivilisationen stammt, die aus vielen Jahren, viele Generationen stammt. Man spielte früher immer zeitgenössische Musik. Aber heute, weil die meisten Musikliebhaber kommen aus dem 19. Jahrhundert mit diesen herrlichen Werken, 18., 19. Jahrhundert, finden sie oft das Zeitgenössische etwas fremd. Aber die Jungen nicht. Die jungen Musiker in den Konservatorien spielen zeitgenössische Musik mit einer Leichtigkeit, die verblüffend ist. Aber sobald sie versuchen, etwas Bach zu spielen, dann müssen sie mit dem Hand geleitet werden. Ja, müssen sie geleitet werden. Ja, ja. Brunner hat gesagt, das Geistige oder das Wahre oder das Absolute äußert sich in drei Formen, nämlich Kunst, Philosophie und Mystik. Ja. Ja. Wie verstehen Sie diesen Gedanken? Es ist ja das, was dem praktischen gegenübersteht. Ja, ja, es muss, wir spielen für
meistens für praktische Verstände, die aber auch beseelt sind. Vielleicht unbewusst suchen sie einen Spiegel ihrer eigenen Erfahrung und auch eine Hoffnung oder auch eine wie sagt man, Konsolation. Ich glaube, in Beethoven findet man, Spätbeethoven natürlich, Philosophisches, in Bartok auch, dessen Lebensgang sehr ähnlich an Beethoven ist mit seinen Quartetten. Aber Mystik gibt es natürlich in die heilige Musik, nicht in Volksmusik so viel, aber die heilige Musik von Bach und auch von Gregorianer, Monasterien in Spanien im 11. Jahrhundert und so weiter, da gibt es bestimmt ein mystisches Element. Auch ist diese Musik mehr auf Worten. Es sind die Worten und Rhythmus der Worten, die bestimmen, ob die Musik höher oder tiefer geht. Es war primitiverweise, war die Musik von solcher Musik erst hingeschrieben, einfach Noten, die etwas über oder unten unter anderem war. Es war der Chasen, der Muezzin, aber es waren die heiligen Wörter, die wichtig waren. Die Volksmusik war ganz verschieden. Volksmusik kannte Rhythmus und vielleicht chromatischen und war viel freier als die religiöse Musik zu der Zeit. Aber wie viel mystisch es in Musik gibt, die wir heute zumeist hören, ich glaube nicht viel. Es gibt Serenität, wie sagt man das, ruhige, serene. Ja, diese Abendmusik. Wie? Wie die Serenade ist eine Abendmusik, ja? Nein, ich meine, Seren ist eine Stadt des Geistes, die ruhig philosophisch ist, die versucht, in eine Stimmung zu bleiben und eine ruhige, zum Beispiel einen zweiten Satz von Beethoven, vom Violinkonzert, ist so meditativ, könnte man sagen. Ja, das gibt es. Das gibt es. Nachdenklich und etwas, das uns vom Welt der Bewegung zur Welt des Nachdenkens nimmt. Ja. Ist das vielleicht die Parallele bei auch zu Philosophen und zu Mystikern, ja. Künstlern? Ja. Aber ich glaube nicht, dass sogar Mystik in die Musik, das muss es geben, aber ich höre es nicht. Ja. Wissen Sie, am nächsten käme die Musik, die aus dem Volks, eine Art Volksmusik von Mongolien kommt. Das ist eine Musik, die nur besteht aus Obertönen. Die werden im Hals erzeugt, aber der Fundamentton hört man nicht. Man hört nur die Obertöne und die können diese Bauern, bestimmt die Tibeter, die diese Kunst auf eine andere Stufe brachten, die können diese Obertöne wählen und das ist eine Musik, die nur auf Mathematik besteht. Eine orale Mathematik, das heißt, ein Ton hat seine Obertöne, zweimal, dreimal Geschwindigkeit des Grundtons. Und diese ist eine Musik, die ich hörte, mal in New York. Ich hörte es zum ersten Mal in Moskau von einem mongolischen Bauer. Das heißt, er war bestimmt mit Pferden und Schafe benommen. Aber in New York, das waren Junge, die das gelernt haben. Und wenn man diese Musik hört, das hat mit Menschen überhaupt nichts zu tun. Es hat nur mit Natur, Mathematik zu tun.
Man hört diese Obertöne, es ist weder Melodie, noch Harmonie, noch Rhythmus. So ist es eine ganz andere Musik, die einfach nicht von dem Menschen, von dem Materialistischen, vom Täglichen, wie ich sage, weder melodisch, harmonisch noch rhythmisch. Es ist wie ein Kaleidoskop in Farben, aber das ist in Töne. Und man ist da erstaunt und hört einfach, was die Natur ist. Es ist die Natur mit ihren mathematischen Regeln, weil das, die können in Ziffern, Mathematik kann alles in Ziffern ausdrücken, aber ohne persönliche Gefühle, es ist überhaupt nichts Persönliches da. Mit dieser Musik könnte man auf dem Mond landen, lieber als mit Nationalhymnen. Und das ist eine unglaubliche Musik. Ich würde gerne wissen, was Brunner darüber gesagt hätte. Ich glaube, diese Musik würde er als mystische Musik finden. Es gab ein besonderes Erlebnis im Leben Brunners. Und zwar war er nun genau vor 100 Jahren hier in London bei Frieda Mond, der diesen Industriellen Ludwig Mond geheiratet hatte. Die waren befreundet. Ja. Und er war im Britischen Museum und stand vor dem Parthenon-Giebel. Ja. Und hat die Tauschschwestern gesehen. Hat denn? Die Tauschschwestern. Ja. Ja. Und war wie umgewandelt. Und das hat seinem Leben eine Wende gegeben. Ich kann das kurz vorlesen. Ja. Er hat gesagt, da fügte der Zufall, es mag Ende des Jahres 1894 gewesen sein, dass ich in London war zum Besuch einer Freundin und mit ihr durch das Britische Museum ging. Ja. Aber ich ging nur mit den Füßen hindurch. Ich war damals noch ein Kunstbarbar. Plötzlich fand ich mich vor den Tauschschwestern. Ja, hier fand ich mich im innerlichen Erleben eines erschütternden Augenblicks, worin ich alle verborgene Wahrheit wunderbar zu schauen vermeinte. Dies war nun der Beginn meiner innerlichen Umkehrung, meiner Umkehr ins Innerliche. Die Seelenbewegung, die ich erfahren hatte, war von anderer Art als jede frühere ihr ähnliche. Denn freilich war Ähnliches auch schon früher über mich gekommen, hatte aber religiöses Gepräge gehabt. Dieses nun aber war davon Grund verschieden, wie Geist von Aberglaube. Ja, das ist sehr merkwürdig. Können Sie das verstehen, nachvollziehen? Ja, und dass er das fand, im alten griechischen Dharma. Ich finde das merkwürdig. Es sind solche Momente, die sehr tief einem bewegen. Momente, wo ich habe es einmal in einem kleinen Schiff zwischen Bergen und Newcastle. Nachts, ganz kleine Kabine, und ich hatte mit mir ein Buch von Hölderlin, seine Gedichte. Die meisten sind für mich zu abstrakt. Er spricht auch sehr viel von Griechen, alte griechische Legende und so. Aber es sind solche, die kurz sind, ich erinnere mich nicht genau. Aber auf einmal war es da in seiner originalen Empfindung, wie es war zur Zeit dass es Geschöpf war. Weil meistens spielen wir ein Werk oder lesen wir ein Werk, besonders der nicht musikalisch oder
von einem Schauspieler eine Dichtung, die nicht professionell, und das ist auch nicht immer richtig, ausgedruckt ist. Aber es sind Momente, wo wir die Wahrheit des ersten Schöpfung sehen, wie der Komponist es empfinden hat, vielleicht bevor er es noch niedergeschrieben hat, wenn es noch ganz rein war, eine Art Ahnung, weil wir haben eine Ahnung und dann versuchen wir es in Wörter oder Musik zu übersetzen. Aber diese Ahnung ist ein Gefühl, das noch vor dem Schöpferischen kommt. Es ist ein Gefühl, dass es kommen könnte und dass man den Kern eines Werkes, eines Gedanken ahnt und fast greift. Aber bevor man es greifen kann, muss noch vieles Praktisches geschehen. Und wenn man sich nähert an diesem Moment, wie es war zur Zeit, ich war ganz hingerissen, das war ein Moment physisch sehr tief gerührt und dann geistig, als ob man wirklich etwas ergriffen hat, ein Erlebnis, aber das man nicht selbst in Worten oder sogar in Musik übertragen kann. Etwas, was in uns ist, das heißt, dass wir meistens das ganze Leben leben, ohne das zu erkennen, was in uns ist. Das ist die Möglichkeit, solche ekstatische Momente zu erleben, die nicht sexuell sind, aber die das Gleiche, es ist eine Art Parallel, das uns in eine andere Welt, und das ist bestimmt ein Anfang vom Mystischen, bestimmt ist das, weil es ist eine, genau wie das Sexuelle, wie Kono sagt, ist ein Geschlechtsgefühl mehr als der einzige, es ist nicht mehr individuell, es ist für die Kontinuität. Genau dieses Mystische ist das Gleiche für das Universum, für noch mehr als menschlich, ist das Mystische, das ist dem Einzelnen mit dem Infinitum zusammennäht. Ja. Ja, und dies ist doch auch die Stelle, Sie haben es mal in der Rede Was ist Friede, die Sie in Frankfurt gehalten haben, zitiert. Da zitieren Sie Brunner, der über Spinoza spricht, ja, und die Stufen der Seligkeit aufführt. Und die erste Stufe ist das Wissen von der Identität des Denkens und des Dinglichen. Des Denkens und des Dinglichen, der Materie. Ja, das ist praktisch. Das ist ein praktisches. Und die zweite Stufe, das Wissen um die Identität des Relativen, ja, mit dem Absoluten. Ja. Das ist vielleicht das, was Sie... Ja, genau. Ja. Das habe ich alles, wie Sie das sagen, kommt vieles zurück. Ja. Aber das Absolute ist natürlich nicht mehr fassbar. Das Absolute. Weil was fassbar ist, ist relativ. Und genau die Ahnung vom Absoluten muss solche Momente sein, die bestimmt verschiedene heilige Figuren kannten. Weil alles, was wir haben, wir versuchen, das Absolute nachzuahmen. Wir möchten souverän sein, wir möchten absolute Diktatoren oft haben, die möchten selbst absolut sein. Aber das ist eine falsche, Vernichtung von dem Absoluten, das unfassbar ist. Es ist nur absolut in dem Sinn, dass wir haben etwas gemeinsam mit dem Licht.
aber dieses Gemeinsame, das wir mit dem Licht haben, wir hängen vom Licht ab. Wir brauchen nichts zu sehen. Wir bekommen unsere Bewegung und unser Reichtum und die Erde vom Licht. Aber wir können uns nicht mit dem Licht identifizieren, bis wir solche Momente kennen. Sie haben auch gesagt, das Geistige war zu keiner Zeit auf Erden dominierend. Und das Geistige, das... Das war zu keiner Zeit auf der Erde dominierend, ja. Dominant. Und ist es auch heute nicht? Ist das nicht eine hoffnungslose Sache? Eine pessimistische Sache dann? Ist es nicht eine... Ist es nicht pessimistisch gedacht? Wenn wir, denn das Ziel wird doch sein, das Geistige in die Welt zu bringen. Sagen Sie das nochmal, ich habe es nicht so verstanden. Das Ziel wird doch sein... Das Tier. Ziel. Das Ziel. Ziel, ja. Ja, wird doch sein, das Geistige in die Welt zu tragen. Ja. Ja, das, also, ja. Ja. Wenn es irgend geht. Das ja. war doch Brunners Ziel, ja. ja? Aber der Erfolg ist gering, oder? Nein, der Erfolg ist sehr gering. Weil sobald das Geistige sich mit dem Weltlichen rührt, dann ist es nicht mehr Geistliche. Das kann man nur, wie er sagt, durch die Kunst, die Liebe, Philosophie, Mystik. Aber was den Menschen am nächsten mit dem Geistigen verknüpfen kann, ist natürlich die Kunst. Das ist, und darum ist es so wichtig, in allen Schulen Singen und Handwerk zu geben. Natürlich dazu Sprache, Gedichte, Mime ist sehr wichtig. Aber selbstschaffende Kunst, das heißt, es braucht nicht, es beginnt mit dem Handwerklichen. Und dann erlaubt es dem Fantasie, etwas zu schaffen, das vorher nicht war. Und, aber der Mensch, leider mit dem praktischen Verstand, wenn er das Absolute sucht, sucht er das absolute, wie sagt man, Power, Macht, oder er sucht, oder absolute Macht im Weltlichen kann nur sein, dass er über das Leben anderer verfügt. Das heißt, sein größtes Spiel, höchstes Spiel ist Leben zu vernichten, Lebende zu vernichten mit Krieg oder sonst, oder Leben zu geben ist schwerer. Aber darum, wenn wir das Infinitum in unserem Leben übertragen möchten, ist das der große Gefahr, weil es existiert. Der Mensch möchte diesen Teil seines Seins, das dem Unbegrenzten gehört, im Begrenzten übertragen. So, er ist Teil, unbegrenzt. Wir sprechen von Mystik. Es ist unbegrenzt. Und in diese reine Zustand ist, Mystik, ist es auch nicht schädlich. Aber sobald er mit dem Materiellen zu tun hat, kann der Führer, der größte Macht im Land, sein Schloss kann nicht groß genug sein, nicht wahr? Seine Macht kann nicht groß genug sein. Wenn es einer, der es nicht glaubt, dann muss er vernichtet werden, weil er sucht das Infinitum. Er sucht das zu übertragen im Leben, was eigentlich er trägt in sich, aber interpretiert falsch. Und das nennt Brunner Aberglaube. Ja, genau. Ja. Ja. Mit Brunners Staatslehre und Gesellschaftslehre beschäftigt? Mit dem welcher? Mit der Staatslehre, mit der Gesellschaft, Brunners Theorie der Gesellschaft. Nur insofern, als diese Bücher
vom Hochmut und Liebe ihr Mann und Weib und Christus und Christus so. Aber hat er besondere Werke über... Er hat es immer verknüpft mit der Judenfrage. Ja. Ja, das habe ich auch gelesen. Aber ich erinnere mich nicht so. Heute Morgen, weil der liebe Professor Götz hat mir ein paar Bücher gelassen, damit ich mein Gedächtnis etwas erfrische, habe ich ein paar Seiten aus seinem über das Judentum, über Antisemitismus und so weiter. Das fand ich sehr interessant. Aber was interessant ist, ist, dass es hat meine eigene, persönlich, meine eigene Gedanken sehr, sehr beeinflusst. Und das erkenne ich in vieles, was ich tue, ist von zwei Männern, außer meine Eltern, das sind Enesco, George Enesco, mein großer Lehrer, Musiker, und Brunner. Und wenn ich einmal aufhöre, zu die Bewegung und etwas was zu tun, dann sage ich, aber das habe ich nur von Enesco oder Brunner lernen können. Es ist sehr, sehr interessant, dass in dieses Teil meines Lebens erkenne ich diese Einflüsse, obwohl ich, die sind so viel geworden, mich selbst geworden, dass ich natürlich nicht denke, immer das habe ich von dem oder von dem anderen, aber ich muss erkennen, dass meine Art des Denkens und Fühlens und Musik auch interpretierend ist sehr von diesen zwei Männern beeinflusst worden. Brunner war, Sie haben es schon gesagt, Antizionist. Ja. Was heißt das heute? Er würde bestimmt Antizionist heute sein. Es ist unglaublich, der Beispiel. Das Beispiel. Das. Ja. Von Israel ist an sich ein schlechtes Beispiel. Für alle die verfolgte Völker, Kurden, Armenier, es sind sehr viele heute, die möchten auch ein eigenes Land besitzen mit Atombombe und das, was denen eine Art Selbstrespekt gibt. Und das Schreckliche heute ist, dass die haben noch nicht gelernt, Kultur zu unterscheiden von einer souveränen Macht. Das ist, was heute in Europa fehlt. Alles, die Vereinten Nationen, das sind immer noch Nationen, Staaten, sogenannte souveräne Staat, was eigentlich heute nicht mehr existieren kann. Und Beispiel Erfolg Israels, wenn man es einen Erfolg in vielen Hinsichten, ist es ein Erfolg im Praktischen ist bestimmt ein Erfolg und auch in vielen Hinsichten fabelhafte Schulen gibt es da jetzt und große Ideen, aber es ist aufgrund eine bewaffnete Macht organisiert und diese Macht, sobald es bewaffnet ist, kann nicht ein infinites Leben haben. Nur insofern, ich glaube, nur eines könnte Israel retten, die Mission anerkennen, dass sie muss reconcile, wie sagt man, wenn man zwei verschiedene Elemente zusammenbringt. Rekonziliation, wissen Sie, was das ist? Weil, ich sage es, um Jerusalem, einen kleinen Bezirk, gibt es mehr Blutarten, das es irgendwo auf der Welt gibt. Das heißt, mehr verschiedene Menschenarten, chinesische, arabische, weiß ich, russisch, deutsch, ich weiß, aber auf alle Fälle, ohne dass man Nationen nennt,
sind mehr Blutgruppen repräsentiert als irgendwo anders auf der Welt. Das heißt, dass die Mission von Israel ist, alle Blutgruppen der Welt zu in Harmonie zu bringen, dass sie miteinander leben können. Und das heißt praktisch, dass die Araben, Chinesen, weiß ich was, sie muss eine ideale soziale Stadt bilden, das für andere da ist, damit Kirchen sehen, wo die Wahrheiten, wie die verschiedenen Wahrheitsabbrüche, Teilen bestehen, rekonziliert werden, dass die Menschheit muss, und das ist die Mission, eine Mission von Israel. Wenn sie das erkennt als ihre, das, was sie tun muss, um selbst sich zu erhalten und um die Erhaltung Israels zu rechtfertigen, das muss sie tun. Aber solange sie sich als Nation gegen andere Nationen erhält, vielleicht gibt irgendwo in Israel dieses Gefühl, weil ein großer Teil der Bevölkerung hat dieses Gefühl. Ich weiß, es sind unendlich viele kleine Gruppen von Frauen, Damen und Herren, die zum Beispiel gingen in arabische Teilen, die Kinder in Arabisch und Hebräisch zu lehren, wenn die Schulen von den israelischen Bewaffneten geschlossen waren. Es sind viele junge Advokaten, wie sagt man? Rechtsanwälte. Wie? Rechtsanwälte. Rechtsanwälten, die gingen, um die Araber in die jüdische Militärtribunale zu schützen, zu defenden. Es sind viele, die gingen, um die Häuser wieder aufzubauen, die von Militären vernichtet wurden. Das ist sehr interessant. Einer der besten, der liebsten, den ich kannte, ist der Abilea, der gerade gestorben ist in Deutschland. Seine Leiche wurde nach Haifa geschickt, weil es von Haifa, wo er kam, wo ich ihn kannte, und dann später in Deutschland. Er ist in Österreich geboren. Ein fabelhafter, lieber, guter Mann, der war überzeugt, dass Macht muss endlich zum Unbewaffneten nachgeben. Dass der Unbewaffnete ist der höchste, das Unbewaffnete ist höchste Symbol des Menschlichen. Aber ob Israel das machen kann, weiß ich nicht. Ist denn Brunners Einheitsgedanke, gibt der einen Weg zum Frieden? Einen Weg zum Frieden, nicht nur für Israel, sondern überhaupt in der Welt? Nicht zum Frieden, aber so eine Art Gleichgewicht. Ich glaube, es ist vielleicht möglich, dass die Menschheit sich nicht mehr zerstört, Menschen gegen Menschen, und sie doch, man muss immer diesen Zwischenstufe suchen, dass nicht ein Extrem oder ein anderer Extrem ist. Ich glaube, man kann nicht hoffen auf Frieden. Man kann nur hoffen, dass man Friede als einen dynamischen Zustand findet. Nicht eine Art Paradies, wo nichts geschieht, aber wo man konstant kämpfen muss und nicht erlauben, dass Bestimmtes geschieht, das unmenschlich ist. Und dieses Gefühl hat einen großen Teil von Israel. Und dieses Gefühl ernährt die Menschen, die nach Jugoslawien ihre Wagen führen mit Medikamenten, mit alles. Ich kenne viele Deutschen, viele Engländer, die gehen einfach selbst da, um dieses zu tun. Und das ist, das sind, das,
dafür muss man Mut haben und Überzeugung. Das sind die Gefühle, die Frieden ermöglichen. Nicht passiv. Passiv schon, wenn es sein muss, gegen das, was physisch stärker ist. Aber doch mutig sein gegen dem, was man nicht annehmen kann. Ich glaube, darin könnte bestehen eine Art Gleichgewicht. Eine Polizei nicht nur mit Waffen, aber Polizei, wie man hier hatte, unbewaffnet, die war Schützer der Gesellschaft. Aber Militär allein wird es nicht schaffen, bevor Militär Schützer werden. Ich glaube, es müsste eine Schule auch für Conscription, wie Militärdienst, ja, in der Schweiz. Ja. Aber nicht nur Militär, sondern für Zwecken der Beispiel, das Beispiel ist Polizei, soziale Zwecken, aber auch Militär für Europa sein. Ich glaube, wir müssen eine mehr geordnete, mehr, wie soll ich sagen, eine Gesellschaft mit Constraints, mit weniger Freiheiten, als wir jetzt haben. Wir werden das sehen müssen. Entweder kommt eine Diktatur, was schrecklich wäre, oder wir selbst werden beschränkende Gesetze und Ideen haben müssen. Man kann nicht einfach dem Kommerzialen unbegrenzt lassen, weil dann haben Drogen und Waffen. Wir können nicht dem Ökonomischen als höchstes Wichtigkeit, obwohl es sehr, sehr wichtig ist, aber es ist nicht alles. Wenn wir das Soziale jetzt opfern für das Ökonomische, finden wir auch, dass wir haben kein Gleichgewicht gefunden. Das heißt, alles muss ein wenig begrenzt sein, damit es irgendwie passt. Aber wenn wir Freiheit als das Unbegrenzte annehmen, dass wir alles tun können, was wir wollen, ist Freiheit nicht mehr da. Welche Bedeutung könnte Brunner heute und in einer Zukunft haben? Könnte er heute? Haben. Welche Bedeutung könnte Brunner haben? Ich glaube, er würde zu jeder Zeit eine Bedeutung haben. Ich glaube, was er lehrt, ist etwas, das eine Bedeutung sowohl zu assyrischen Zeiten oder christliche Zeiten in Jerusalem, in Rom, heute, überall. Ich glaube, seine Lehre ist wirklich eine Universallehre. Weil der Beweis ist, dass es mich und bestimmt viele anderen dient, heute in eine ganz andere Welt, als die Welt, als Brunner kannte. Wir leben in doch eine ganz andere Welt. Und leben nach alten Prinzipien, die verstorben hätten sein sollen, die nicht mehr gültig sind. Religionen und andere. Man kann von jedem etwas Wahres nehmen, aber an sich unsere Gewohnheiten und Reaktionen sind wie Pavlov-Reflexen, die gehören nicht zu unserer Zeit. Aber Brunner, ich glaube, er ist sehr kontemporän, sehr, wie sagt man, von unserer Zeit, sehr zeitgenössisch. Er ist sehr zeitgenössisch, unglaublich zeitgenössisch. Er hat vieles gesagt, vorgeahnt, dass heute, wie ich am Anfang gesagt habe, wegen dem praktischen Verstand, er hat, was seine Lehre ist, ist ohne Vorurteil, sucht das absolute Richtige, ist in jedem Zustand des Lebens anwendbar und wird, glaube ich, immer mehr bewiesen als wahr. Ich glaube, es ist eine Philosophie, die streckt über, solange der Mensch lebt.
müssen wir nur wieder aufhelfen, ja? Wie? Wir müssen ihr nur wieder aufhelfen. Ja. Haben Sie sich eigentlich mit anderen Philosophen auch beschäftigt, oder? Nein. So viel Zeit habe ich nicht. Ich bin kein Philosophiestudent. Aber ich bin dankbar, dass ich Brunner, oder dass er mir gegeben wurde, dass ich ihn sozusagen für mich entdeckt habe und dass er passt mich. Und seitdem habe ich keine Lust, wirklich in anderen komplizierten Art des Denkens mich, ich habe verschiedene Philosophen, so kurze Schriften gelesen und von, wie heißt Wilber, der Englische, ich habe jetzt vergessen. Aber es sind philosophische Schriften und Schriften auch, die nicht nur von Philosophen geschrieben sind, aber von Wissenschaftlern und anderen Menschen, die eine Philosophie übergeben, eine Art Philosophie. Die Amerikaner gebrauchen das Wort Philosophie viel zu leicht. Sie sagen, was ist Ihre Philosophie, fragen die irgendjemand. Ja? Das heißt, worin glaubst du? Aber das Philosophische, ich habe nur Spinoza ein wenig gelesen und fand natürlich da die Verwandtschaft. Und ich glaube, dass wenn ich mehr von St. Francis von Assisi lesen konnte, und ich habe auch von Zeit zu Zeit von anderen gute, heilige Männer und auch einfache Männer, ich finde überall eine Philosophie und Interessantes. Und immer, immer wieder ist es in Harmonie mit dem Brunnerschen. Ja.